Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die IKEA Bester Schublade montieren und somit natürlich auch den Schubladenkorpus richtig aufbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau mal bei der kleineren Schubladenvariante und natürlich funktioniert es bei anderen Modellen relativ ähnlich. Und zuerst mal sollten wir uns das Ganze ordentlich auf dem Boden auspacken, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach können wir auch schon die Rückseite von unserer Schublade mal richtig vorbereiten. Hier benötigen wir 4 solche Schraubdübel. Die kommen jetzt nämlich auch in diese jeweils etwas kleineren Löcher hier insgesamt 4-mal hinein. Und entweder wir machen das Ganze mit einem einfachen Schraubendreher oder wie in meinem Fall mit einem Akkuschrauber, den ich für den Möbelaufbau gerne auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass die Schrauben am Ende auch alle gleich stark angezogen sind. Im nächsten Schritt können wir mal insgesamt 4 solche Holzdübel noch in die restlichen Bohrungen hier hineinklopfen. Das geht am leichtesten mit einem einfachen Hammer und ich verwende jetzt aber bewusst keinen Holzleim, da ich meine Schublade jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Falls du trotzdem Holzleim verwenden möchtest, dann einfach hier vorne jeweils so einen kleinen Tropfen drauf geben und wir können das Ganze auch schon einklopfen. Vom Geräusch erkennt man eigentlich relativ gut, wann diese Holzdübel wirklich ganz drinnen sind und danach geht es mal darum, dass wir in diese restlichen großen Löcher mal noch solche Möbelverbinder hier hineinbringen. Diese haben vorne einen kleinen Pfeil und der Pfeil, der muss einfach Richtung unserer Schraubenbohrung hier vorne zeigen. Die Seitenteile sind somit auch schon richtig vorbereitet und falls der Pfeil jetzt bei dir nicht passen sollte, dann am besten einfach mal mit einem passenden Schlitzschraubendreher hier hineingehen und wir können die Möbelverbinder auch schon ganz einfach nachträglich ausrichten. Danach können wir unsere Seitenteile auch schon mal richtig rum auf unsere Rückseite von der Schublade drauf geben. Wichtig ist nur, dass diese Einkerbung hier hinten wirklich durchgehend da ist. Mache es natürlich bei unserem zweiten Teil genauso. Und damit sich unsere Verbindung festzieht, mal mit dem Schlitzschraubendreher hineingehen und circa eine halbe Umdrehung diesen Möbelverbinder im Uhrzeigersinn drehen und dadurch ist nämlich das Seitenteil jetzt auch schon bombenfest. Im nächsten Schritt können wir unseren Schubladenboden auch schon einsetzen. Hierbei bitte nur darauf achten, dass natürlich die weiße Seite auch nach oben in die Schublade hineinschaut und dann einfach von hier oben mal in unsere Einkerbung schön langsam hineingeben. Und wir können unsere Front auch schon mal richtig vorbereiten. Falls bei dir übrigens auch so eine Schutzfolie drauf ist, die auf jeden Fall dran lassen, da wir diese erst ganz am Ende wirklich runterziehen sollten, wenn der Schrank auch richtig steht. Aber die äußeren 2 Schutzfolien, die können wir jetzt schon mal mit gutem Gewissen runter machen. Danach drehe ich diese einfach einmal um, kann diese 2 Plastikkappen ganz einfach in die großen Löcher hineingeben, da diese normalerweise nur für Scharniere für Türen gedacht sind. Und jetzt kann ich auch mal noch insgesamt 4 Schraubdübel hier in die Mitte hineingeben. Im nächsten Schritt können wir unsere Front auch schon so aufbringen, dass dieser lange Abstand hier auf jeden Fall auch nach vorne zeigt. Bedeutet, ich gebe das Ganze einfach mal hier drauf, schaue, dass natürlich die Löcher hier auch übereinstimmen. Und danach müssen wir natürlich auf beiden Seiten noch unsere Möbelverbinder richtig festdrehen. Auf der unteren Seite kann ich jetzt auch 2 solche Plastiksicherungen mal noch in die oberen beiden Löcher hineingeben, so dass der Haken auch nach unten schaut. Im Notfall kann man natürlich auch wieder mit einem Hammer nachhelfen. Und unser Schubladenkorpus ist somit auch schon richtig zusammengebaut und wie man jetzt übrigens so ein Schienensystem, egal ob sanft schließen oder mit dem Drucksystem noch richtig anbringt und somit die Schublade danach auch im Schrank einbaut und einstellt, dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf dem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens den besten Schrank in den verschiedensten Varianten, so einen Schubladenkorpus hier oder natürlich auch 2 solche verschiedenen Schienen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.